Hallo ihr Lieben, auch in dieser Woche gehen die Leute aus Mecklenburg-Vorpommern auf die Straße, weil hier so einiges schiefläuft. Der Nordkurier berichtete Ende Mai, dass der amerikanische Rüstungskonzern General Dynamics in Neubrandenburg große Pläne hat und die Panzerstadt des Ostens ein Zentrum militärischer Ausbildung sein soll. Ebenfalls Ende Mai berichtete die Ostsee-Zeitung, dass Krankenhäuser in MV kriegstauglich gemacht werden sollen. Will man uns etwa auf einen Krieg mit Russland vorbereiten? Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Erstaunlich viele Stimmen hat besonders in Ostdeutschland das Bündnis Sahra Wagenknecht bekommen. Ich persönlich betrachte das Bündnis zwiegespalten. Einerseits ist Sahra Wagenknecht vielleicht das bekannteste Gesicht aus Deutschland, das sich öffentlich immer wieder klug für Frieden ausspricht. Andererseits spricht sie auch mit gespaltener Zunge. Denn einerseits fordert sie Folgendes: Wer straffällig wird oder wer Hass gegen unsere Kultur und die Mehrheitsgesellschaft schürt, der muss auch konsequent ausgewiesen werden. Wenn es aber um die Abstimmung geht, stimmt sie zwei Tage später für die Ablehnung des Antrags zur Bekämpfung des politischen Islams. Und jetzt ratet mal, wie hat das Bündnis Sahra Wagenknecht am 16. Mai abgestimmt? Es ging um die Ablehnung eines Antrags gegen den WHO-Pandemievertrag. Eine der vielleicht wichtigsten Abstimmungen seit Bestehen des Bundestags. Und was machen alle Mitglieder des Bündnisses Sahra Wagenknecht? Sie haben alle nicht abgestimmt. Schauen wir jetzt nach Duisburg. Dort gibt es zwei Wahlbezirke, bei denen die DAWA mehr als 40% der Stimmen bekommen hat. Ihrem Programm nach strebt die Wählervereinigung DAWA an, Islamfeindlichkeit zu bekämpfen und ein positiveres Bild des Islam zu fördern. Auch wenn in ganz Duisburg nur 2,5% die DAWA gewählt haben, so können wir doch erahnen, wo die Reise hingeht. Und wenn ihr auch auf diese wichtigen Sachen aufmerksam machen wollt, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Du beschützt nur deine Liebsten und dein geliebtes Land. Du kämpfst nur für den Frieden, sagst du, mit Blut an deiner Hand. Du befreist nur meine Werte, ich hab dich nicht danach gefragt. Du versprichst mir falsche Freiheit, aber ich will das nicht, Soldat. Denn was immer du denkst, wofür du hier kämpfst, es gibt überhaupt keinen Grund für Krieg auf diesem Planeten, den ich meine Heimat nenn. Was immer du sagst, ist es gar nicht wahr. Es gibt überhaupt keinen Grund für Gewalt, lass uns in Frieden diese Welt zusammenbringen. Oh, oh. Und jetzt schießt du mit Raketen, du darfst auf keinen Fall verlieren. Du hast doch so viel mehr zu geben, als das, was deine Leute propagieren. Du befolgst nur die Befehle, hast du das wirklich je gewollt? Und tust das alles für die Ehre. Ich würde mich nicht davor fürchten, sag ich jetzt mal, in den Krieg zu gehen. Natürlich, ich habe Respekt davor, es ist schlimme Zeiten dort. Aber es ist jetzt kein wirklicher Negativpunkt, dass man natürlich in der Bundeswehr in den Krieg ziehen würde, weil, ich sag mal, das gehört dazu.